Dann haben wir das hier schon mal ausgewählt. Dann begeben wir uns jetzt mal wieder zurück. Ich weiß, das war jetzt nicht viel, was wir hier gemacht haben. Uns über diesen komischen Engel aufgeregt oder was auch immer sie ist. Und ihr die Trash Coast aktiviert. So, aber dadurch können wir jetzt schneller nach New Haven zurück. Allerdings, da sollen ja keine neuen Missionen für uns sein. Also macht das gerade gar keinen Sinn. Naja, da war ich wohl ein bisschen voreilig. Kann ja mal passieren. Kann ja mal passieren. Wie herzallerliebst uns wieder dieses komische Geflirre vor Augen geführt wird. Mal wieder sind wir in New Haven. Die Leute sind nicht besser und langweilig. So. Claptrap hat zwar gesagt, dass es hier nichts Neues gibt. Also er hat darüber nichts gesagt, aber vielleicht ist ja hier was Neues. Notfalls begebe ich mich jetzt zur Middle of Nowhere. Crazy Earl hat weitere Jobs, die er diesem Kammerjäger anvertrauen möchte. Nee, Claptrap, halt die Klappe! Das nervt! Das reicht auch, wenn er das alle Viertelstunde mal sagt und nicht immer alle 15 Sekunden. Gut, das ist jetzt ja auch sehr übertrieben von mir. Gehen wir erstmal zum Crazy Earl und seinem Scrapyard. Und schauen mal, was er für uns hat. Oder was wir ihm besorgen sollen. Wahrscheinlich wieder was zu essen oder sowas. Oh, du hast Fische. Jetzt will ich Linseneintopf. Wer weiß, ich bin nicht per Du mit dem. So. So, da muss ich mich mal kurz räuspern. Auf einer hustenden Art und Weise. Ja, Skag. Tschüss, Skag. Mann. Manchmal sind die auch nervig. Hallo, brennender Skag. Ja, ich weiß, du brennst dadurch noch mehr. Das ist mir jetzt egal. Ich will raus. Alter, Mann! Ja, ist ja schön, Claptrap. Wir sind gerade beim Crazy Earl. Halt doch mal die Klappe, ey. Ist ja unerträglich. So wie du. Ah, ja, sehr nett. Danke. Und dieser Feuerskeck hier wohl auch. Alter, wir schießen ihn schon direkt nicht. Komm, jetzt machen wir den Rest mit der Hand. Nichts geht über eine gute Manufaktur. Ah, da juckt mein Auge. Reibe, reibe, reibe. So, was hast du? Du willst doch was von mir, Earl. Was willst du? Earls bester Freund. Mein bester Freund, die Banditen haben ihn zu Trash Coast gebracht. Du musst ihn retten. Ich tue alles, was du willst. Sie dürfen ihn nur nicht umbringen. Er hat einen Freund? Keine Eile. Das klang aber gerade in der Missionsbeschreibung ganz anders. Von wegen keine Eile. So. Da haben wir noch eine neue Aufgabe von ihm und wahrscheinlich im schwarzen Brett. In the middle of nowhere. Werden wir wohl auch noch eine Mission kriegen für die blöde Trash Coast, die so trashig ist. So. Und zurück nach Middle of Nowhere. Im Mittelpunkt von nirgendwo. Oder in der inmitten von nirgendwo. Eins fährt ein Zug nach nirgendwo, doch leider nicht auf Pandora. Da wartest du und wartest noch, doch kein Zug kommt hier jemals entlang. Nachdem du Level 5 erreicht hast, kannst du die Action Skills deines Charakters auswählen. Doch das ist bescheuert, das lernt man doch ganz schnell, weil wir sind ja schon mittlerweile über Level 30 und das ach, Mann, ist auch unmöglich. So, Ködertauschforschung. Die Menschen haben oft versucht, sich an der Trash Coast niederzulassen, aber diese Versuche sind immer gescheitert. Spider-Rans haben jeden überwältigt, der auch nur den Versuch gewagte. Den Banditen ist es jedoch gelungen. Sie haben den Hinterleib einer Spider-Ran-Königin in der Mitte des ihres Lagers platziert. Daher möchte ich, dass du ihnen den Hinterleib in solcher Königin beschaffst und ihn gegen jene Banditen austauscht.
Mal sehen, ob die Spider-Rans die Drecksarbeit für uns erledigen. Okay, ich weiß mal nicht, warum das hier die Leute stört, aber okay. Haussuche. Begib dich an die Trash Coast und erledige Bleeder. Ich lebe in New Haven, aber ich komme mit in meiner alten nicht mehr klar. Also habe ich mir ein hübsches Wassergrundstück draußen. Wow. Draußen an der Trash Coast gesucht. Aber das Problem sind diese Skeffis, die dort herumhängen. Vor allem dieser hartnäckige Kerl, dieser, ich nenne ihn Bleeder. Erledige die Skeffide zusammen mit diesem Bleeder und ich kann meinen Hintern endlich an einen anderen Ort schieben. Kümmer dich doch selbst drum. Wer ist hier der Mann? Scheinbar wir. Denn weil er das nicht kann, sind wir. Der Grund, die das erfüllen müssen. Sein blödes Wunschhäuschen da. Naja, gut. Jetzt haben wir alles an der Trash Coast. Ja, einen Schlitten. Vielleicht den vom Weihnachtsmann. Ha, 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 ha. Leute, aufpassen, der war sehr niedrig. Ich nehme keine Haftung für gebrochene Schienbeine. In keinster Weise. So. Trash Coast? Trash Coast? Ah, da unten. So, die liebe, schöne und herzerwärmende Trash Coast, wo der Müll sozusagen im Namen der Küste liegt. Repariere defekte Crab Traps, um zusätzliche Inventarplatzbelohnungen zu erhalten. Und bis jetzt, und ich werde es glaube ich nie wieder verstehen, verstehe ich nicht, warum man die verkaufen kann und dann nur für $45. Es ist absurd und idiotisch. Aber jetzt sind wir an der Trash Coast. Einem Ort, wo wir gerade schon mal gewesen waren. Einem Ort, an dem der Schrott die Küste bildet. Einem Ort, an dem unzählige Orte verbunden sind. Einem Ort, dem mir keine weiteren Worte einfallen wollen. So. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir hier zu machen. Bleeder töten. So. Ups. Ups. Ups, na komm. Wenn man die Waffen falsch gelegt hat und man was anderes gewohnt ist, dann passiert sowas. So, der Bleeder soll irgendwo hier. Was? Ach, das sind doch nur Spider-Rans. Aber seit wann machen Spider-Rans so ein Geräusch? Hört ein bisschen sich an wie so ein Gag. Alter, warum komme ich hier nicht? Ah, wegen dir, Arbeiterbandit, kümmern sich um deine Arbeit, nicht um mich. Arbeiterbandit ist Arbeiter Spider-Rand natürlich. So. Wo ist das denn? Ich glaube es kaum, dass es hier ist. Ich befürchte, dass das da hinten ist. Weil hier im Wasser glaube ich ganz, ganz wenig daran, dass es das ist. Weil wir kommen dann auch, glaube ich, gar nicht mehr raus. Naja. Vielleicht doch. Mal gucken. Ich schaue mal dahinten. Mein Instinkt und mein Bauchgefühl verraten mir das. Zugegeben, etwas meiner Erinnerung auch. Oh. Nun nicht hier lang. So. Okay, von hier kommen wir, okay. So, und Höppel. Höppel im Galöppel hier runter, Mann. Wie das sein kann, ich weiß nicht, ich plane. So im Höppel höppeln wir hier runter, weiterlaufen wir voran. Als Mann können wir das tun, weil mir nichts Besseres einfällt. Und weil wir so voll sind, laufen wir hier weiter. Und das ist eine... Ah, hier haben wir wieder diese Larvenwurm-Hubbies. Die aussehen wie ein... Hummer. Also ich finde immer noch, die sehen aus wie ein Hummer, nur ohne Beine. Ein Wurmhummer sozusagen. Ein wurmeliger Hummer, der hier so rumkriecht. So wurmig mit W am Anfang und Wurm im Rest. Egal.
Was haben denn wir hier vor? Ach, hier haben wir noch. Dich haben wir vor uns. Krabbenwurmlarve. Das sieht doch gar nicht aus wie eine Larve. Wenn das eine Larve ist, was kommt denn dann dabei raus? Naja, vielleicht besteht... Ich weiß jetzt genau den... Ah, vielleicht eine weitere Bedeutung des Wortes Larve nicht. Kann natürlich auch bedeuten, dass es sozusagen ein gewisser wesenstechnischer Zustand ist, den ich hier einfach nicht kenne. Ist möglich. I don't know everything. Anything? No. Everything. Was? Alles wringt? Nein, wring den Schwamm aus. Den Schwamm, der auf deiner Zunge herrscht, der immer diese ganzen Wörter verschluckt. Ah, du Schelm. Und wir haben hier wieder Banditen. Welche Überraschung, wir haben Banditen, Leute. Wer hätte das gedacht, Wetten werden jetzt nicht mehr entgegengenommen. Alle, die gedacht haben, dass hier Banditen kommen, dürfen sich freuen, sie haben gewonnen. Oh, ja. Ja, ja, ja. Ich bin auch immer Feuer und Flamme, wenn ich euch sehe. Gerade euch Arbeiterbanditen, dann bin ich immer absolute Flammenfeuer. Ja, ja, oh Gott, ne, der bringt dir jetzt auch nichts mehr. Du bist eingeäschert gerade. Was, was, was? Dreht vor was? Dreht vor deinen Arsch? Leider zu spät, das hättest du deutlicher sagen sollen. Jetzt habe ich dich verbrannt. Sonst hätte ich dir auch in den Arsch getreten, wenn du schon so darauf stehst. Ein bisschen freundlich sind wir ja dann nun doch. Ups, so. Ah, scheint gar nicht so ein großes Banditengebiet zu sein. Ist auch schön. Volltreffer! Allerdings, ich glaube, wir kriegen gar nicht so wenig Erfahrungspunkte. Wie kann das sein? Oh ja, 280 und 280 und 280. 90, 202. Melville's Praise in Pandora. Mit Bleeder als dem coolen Typen, der gar nicht weiß, was er will. Und Roland als der Streber-Typi, der einfach nur nach etwas sucht. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Pandora 280.10. Alter, die kleinen Skafide hier nerven und sind klein. So. Ist das hier? Hier sind zumindest Spinde, aber ich weiß nicht, was es hier geben könnte. Ich meine, ich will da auch nicht raus. Ich weiß nicht, wie weit das Gebiet hier reicht. So, jetzt sind wir da. Warte mal. Ach, bist du? Nee, du bist nicht. Alter, ist der schon hier? Irgendwas ist doch jetzt hier nicht ganz richtig. Wo ist Bleeder? Bist du Bleeder? Bleeder? Cheerleader? Bleeder. Der... Ach, so. Deswegen Bleeder. Der Bluter. Hieß der nicht Bladder? Naja, ich glaube, das klingt merkwürdig. Aber der blutet, glaube ich. Komm, geh weg. Warum hat er sich nicht selbst um den gekümmert? Zu stark ist er nun nicht. Kreuzfeuer! Aber der ist zäh. Der ist sehr zäh. Ja. So, jetzt treffen wir auch besser. Was haben wir denn hier alles? Hier war doch gerade was Lilanes. Oder was ist das Zeichen dafür, dass unser... Ach nee, hier. Schild, okay. Das war wahrscheinlich nur das Symbol dafür, dass unser Schild gerade verschwunden ist. Ich weiß jetzt nicht. Normalerweise ist das gar nicht violett. So. Naja, wie auch immer. Geld ist wichtig und wichtig ist ja richtig. Puh. Hier. Zack. Gut. Hier noch ein bisschen Geld. Dann haben wir Bleeder erledigt. Das war ja gar nicht so schwer. Was haben wir denn hier noch? Köder. Ein weiteres Puzzleteil. Als bester Freund. Mach mal Köderarbeit. Adobe Moment. Wer ist Abdomen? Oder Abdomen? Getauscht. Abdomen. Abdomen. Queens Abdomen geändert. Ist wahrscheinlich zu der Arsch. Das kommt bestimmt ziemlich cool, wenn man das sagt. Hey, du hast einen absolut geilen Abdomen. Was? Oh, danke. Ist dir das aufgefallen? Oh, ich dachte, das wäre so unauffällig. Ja,
Sein Abdomen ist wirklich orbital genial. Und geformt wie aus Gottes Hand. Oh, danke. Kann sein, dass ich das Wort hier total falsch verwende. Aber auf dieses Risiko lasse ich mich gerade mal blind ein. So, und auf welches ich mich noch einlasse, ist... Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Ich glaube, das ist entweder dahinter oder ich bin jetzt total falsch. Ich glaube, wir sind richtig, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil hier halt so auch die Banditen sind, die darauf hinweisen könnten, dass das hier ein guter Platz ist, wo wir suchen könnten, so wie, hallo, Spider-Man-Kreisel, die wirklich jetzt mehr aushalten als die anderen. Aber trotzdem brennen wie ein abgetrocknetes Streichholz. Was nicht zuletzt an unserer Feuerrate liegt, natürlich Feuerrate nicht im Sinne des Elementes Feuer, sondern eher im Sinne von, Alter, ihr Spiekendinger, ihr stinket. Mann, das nervt. Alter, wie viele gibt's von euch? Ach, hallo, hey. Hey, wir können auch immer alles reden oder auch nicht. Aber wisst ihr was? Ich habe immer schlagende Argumente. Die einschlagen wie eine Granate. Hey, hey, Alter. Alter Cheatebacke. Alter Cheatebacke. Wieso kann der sich durch der... Ach. Ja, sehr super. Sehr super und sehr souverän. Boah, wenn sich mein Geschütz mal um den Feuerknilch da kümmern könnte. Ja, schön, das bringt ja natürlich jetzt alles nichts mehr. Wenn das Geschütz weg ist. Das Geschild. Nimm das. Riesen. Ach, ich glaube, ich sollte mich hier außen. Die Torpise. Alter, ich. Alter, da bleibst du am Stein hängen und dann ist vor dir so eine blöde. Ich bin kein Tennisball. Ich bin auch kein Ping-Pong. Ich bin nicht euer Spielball, Alter. Mensch. Ey, was ist das? Eins ist aber so klar, wir sind denen irgendwie total unterlegen. Nicht zuletzt, weil sie das Element Feuer auf ihrer Seite haben. Und wir dadurch natürlich weniger Schaden machen. Ungemeinhin weniger Schaden. Oh Gott, ich erinnere mich an böse Situationen. Ich weiß nicht, ob wir das Folgende überleben werden. Aber ich befürchte leider nicht. Naja, wir müssen es drauf ankommen lassen. Ja, ja, Kreiselburner hier. Denn hier sind wir richtig. Und wir haben gleich einen Besucher. Komm her. Uah. Und da ist Königin aller Spider-Rants, die riesengigantonomische Spider-Rante. Und wenn wir Glück haben, kommen wir sogar noch hier weg. Wir begeben uns nur in richtige Position. So. Denn diese Spider-Rant-Dame ist ein wirklicher Koloss von Rhodos, wenn man es sagen möchte. Aber nichts gegen unser Feueratom. Atem. Feueratom? So, kümmere dich erstmal drum, Geschütz. Schütze uns! Mein lebensschützender Sekretär. Geh weg. Runter. Spacken hier runter. Hier ist kein Platz für dich. So. Danke für die Muni. So. Ich bin gerade sehr entsetzt, wie wenig Schaden wir hier machen. Sehr. Sehr und außerordentlich. So. Denn selbst mit kritischen Treffern. Oh, Alter, ey, hau rein, ey. Alter, den schleimigen König Rotz bei dir. Voll hochwohlgeboren in über. Alter. So. Komm. Oh, Alter, lad doch nicht Stunden nach. Warum treffen wir nun die Spider-Rant-Königin? Wenn. Ach so. Es gibt wohl auch die kleinen Königinnen. Hier. Nochmal gerade so mit unserem Leben davon gekommen. Alter, diese blöden Königinnen, die hier mal raufkommen, das nervt. Fiona, fiesel dich. Nein, nicht Fieselstich und nicht Bienenstich, sondern fiesel dich. Ja. Eine effektivere Variante habe ich gerade nicht auf Lager. Oder vielleicht doch. Naja.
Es bleibt mir jetzt nichts übrig, ich muss ein bisschen in Deckung gehen, sonst gehen wir hier drauf. Ich weiß, das ist nicht sehr offensiv, aber unsere Defensive ist halt offensiv genug, finde ich. Interessant macht unsere Pistole ja scheinbar mehr Schaden. Uah. Aber laut Anzeige hier nicht wirklich.